Nehmen wir mal grün. Ah, komm hier, beweg dich grün. Hau drauf. Blub, blub, blubber. Und... Ah, verdammt. Das kann ich nicht sehen. Was ist da oben? Sind wir da von rechts hingegangen oder nicht? Ach ja. Ach, was soll's. Hier. Auf die Fresse. Auf die Fresse, Halunken. Auf die Fresse, Halunken. Ah ja, wieder eine Sekunde zu spät abgeblockt. Es lohnt nicht, blocken. Ja, hau ab. Stirb, 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 stirb. Aha, na gut. Das weiß ich, kann ich abblocken, aber ich bin mal wieder zu doof gewesen. Ah ja, Hauptsache sie sind tot. Dann haben wir ein bisschen Geld und Erfahrung hinterlassen. Mensch, nur die Erfahrung würde auch mich als Spieler schlauer machen. Okay, nee, das führt nur weiter zurück, also doch blau. Mir kann wahrscheinlich sein, dass ich von der anderen Seite dahin gelandet bin. Deswegen da gar nicht hin muss. So, und ihr geht mir auf den Geist hier. Los, los. Da, 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 da. Dum-di-dum-di-dil-di-dai. Ich schlach dich zu Brei. Genau, take this. Mann, jetzt muss ich wirklich hoffen, dass wir, bevor wir zum Endgegner kommen, eine Möglichkeit haben, uns wieder zu erholen. Also gut, blau war richtig. Und blau ist die Zukunft. Wir sind auch alle bald blau hier. Für meinen dummen Fehler durfte ich schon wieder 3-4 Extra-Kämpfe bestreiten. Und bei meinem Glück schaffen wir es wahrscheinlich trotzdem nicht bis zum Endgegner, ohne ein Level zu kriegen. Oh, jetzt nehmen sie mich schon wieder in die Zange hier. Hey, nein! Nicht abhauen, du kriegst sie in die Fresse hier. Genau, hier. Ein kritischer Treffer, gerade wenn er nur noch 1,2 Punkte oder so übrig hat. Ah, jupp, das ist meine Anti-Glückssträhne. So, und jetzt rennen wir hier erstmal rein und... Ach, nö. 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 Wie viele von diesen Diaries haben wir noch? 3. Schauen wir mal. Kickerberry. Nee, das ist wahrscheinlich besser. So, erstmal unsere Axt wieder entwaldifizieren. Und für den Fall der Fälle Medkit. Ah ja, das ist wahrscheinlich nützlich, dass wir 2 von den Dingern haben, weil auf diese Weise können wir nicht sterben. So. So, dann müssen wir wieder ein paar neue kaufen, ne? So, mehr reicht. Das reicht. Im Notfall können wir ja heilen. 0, 0, 0. Gucken wir mal, was wir hier alles für ein komisches Zeug haben. Ah ja. Das wäre eigentlich verdammt gut. Genau, nehmen wir mal lieber ein paar Zauber, die wir auch benutzen können, statt die, die wir alle verbraucht haben. We will shock you. Das ist alles, was mit Eis zusammenhängt. Das hilft auch nicht weiter. Sturmwind. Aquatornado. Nehmen wir mal das hier. We will shock you. Und den Heilzauber haben wir auch verbraucht. Da könnten wir jetzt eigentlich Quick Move reinsetzen, aber... Nee. Ein Hilfszauber reicht. Wir sind dank der unserer Super-Axt eh super langsam. Werden wir bestimmt nicht so viel schneller. Also gut, nehmen wir das hier mal. Nutzen wir mal aus, dass das Ding geladen ist. So, und bevor wir jetzt direkt in den Feind reinrennen... Ha, genau, jetzt wo wir das Medkit nicht ausgerüstet haben, wetten, dass es da nicht hilft. Vorsichtshalber mal speichern, bevor wir hier wieder mal Mist bauen. Ja, ja, wir, genau. Weil wenn irgendwas schief geht, ist das eure Schuld, nicht meine. Ha, ha. Okay, ich höre auf mit dem Wir. Pluralis Majestatis, was? Ich bin der König. Oh ja, genau. Ein Schritt nach links und wir werden wieder in den Plot gezwungen. Hey, was ist los? Byron! Bist du endlich tot? Am Sterben? Ugh, Ariel. Es ist zu stark. Ugh, wenn ich mich bloß nicht umgezogen hätte. Das hat so viel Zeit verbraucht. Hey, was ist hier los? Juhu! Diese Stimme. Das ist Passau. Los, wir müssen sie uns schnappen. Ha, Claws, big, big Claws. Ah, große Klauen, viel zu groß. Ah, die Klauen. Oh, Passau. Das muss das komische Ding sein, von dem Sarin gesprochen hat. Da heißt das, der Opalinstein ist hier irgendwo? Nein, ich kann dieses komische Hummerviech und seine Klauen nicht ertragen. Oh, hey, warte.
Es kommt. Deiner Vorsicht! Ah gut, erstmal Verteidigungszauber. Und dann schnell mal auf. Das war dumm. 3000 ist ja nicht so schlimm. Na, das hat aber auch was gebracht hier. Okay, das ist nicht so schlimm, wie ich gedacht habe, weil wir die Angriffe bisher fast alle abblocken können. Ach ja, also sobald wir unter 300 fallen... Oh, wir sind schon unter 300. Sobald wir unter 200 fallen, muss ich wohl heilen. Naja. Autsch, okay. Jetzt habe ich aber keine genug. Nehmen wir mal noch besser eine. Und versuchen das hier jetzt. Los jetzt! Super Power Mode! Gut. Jetzt hauen wir hier mal zu. Oh wow, ey, jetzt machen wir richtig Schaden. Genau, take this. Jetzt sind wir so stark, dass wir selbst nicht mal mehr blocken müssen, weil wir so wenig Schaden nehmen. Ah ja, das ist schon fast unfair. Ah ja. Einzige Schade ist, dass wir es jetzt wieder mal für eine halbe Ewigkeit nicht benutzen können. Hey ja. Komisches Viech, zerhexe. Sieh. Gut. Und wir kriegen ordentlich Erfahrungspunkte. Level up. Yay, Ariel und deiner Level up. Yeah, Ability Points. Yay. Okay, gut. Machen wir mal wieder Verteidigung und Agilität. Das brauchen wir am dringendsten. Und wir kriegen noch was, was wir in Waffen einbauen können. Gut, das ist gut. Na gut, wir haben den Hummer besiegt. Aber Passeur ist abgehauen. Werden wir beschäftigt werden. Was ist das? Das ist dieses komische Ding, von der die Sarine uns erzählt hat. Wenn da ein Stein drin ist. Wir haben den Opalinenstein gefunden. Yay! Okay, ist die Byron. Oh. Ah ja gut, wir haben noch unsere Axt. Ah, ihr habt es endlich gefunden. Ach Byron. Müssen wir dir jetzt den Kopf abhauen? Jetzt. Jetzt werde ich euch bekämpfen müssen für den Stein. Und der, der den Stein hat, wird den Schatz bekommen. Oh, come on. Ja, ey, selbst sie hat genug mit dem Stuss jetzt. Aber ich muss euch etwas sagen. Ihr seid zu stark. Ihr habt diesen Monster-Hummer besiegt. Also könnt ihr mich sicherlich auch besiegen. Der Stein gehört euch. Wir müssen nicht mal eine Schlacht haben. Oh, danke, Kumpel. Das war echt nett von dir. Der Schatz gehört euch. Ah, Byron. Nehmt ihn ruhig, bevor ich mir meine Meinung noch ändere. Ha, danke, Byron. Doch, dank mir nicht. Ich hätte ihn sowieso verloren. Oh, und danke. Wir müssen nicht mehr den scheiß Weg zurückgeben. Yay, wir haben den Stein. Ja, hier ist er. Oh, danke, Ariel. Jetzt können wir das Schwert rausziehen. Oh, ja, genau, das können wir. Dann. Zap. Gut, Mitsuri-Klinge gekriegt. Dammit. So, da sind noch mehr, nicht wahr? Oh, wir werden nie fertiger sein. Ach, wir sind einen Schritt näher dran. Und die Höhle ist nicht zusammengebrochen. Ah, alles ist gut ausgegangen. Yeah, was das betrifft. Lass mich geraten, das war gelogen. Oh, was ist? Ich hab gelogen, sorry. Ah, ja, das war so offensichtlich. Ja, du hast mich angelogen? Ja, nun ja, dieses Ding hier gehört mir. Ich habe tief in die Höhle gegangen, aber dann hat dieser komische Riesenhummer-Drachenmonster mich weg erschreckt und ich hab's verloren. Ich war zu erschreckt und bla bla bla. Ja, ja, genau. Wir wissen's ja, wir können es uns denken. Und dann hast du uns dahin geschickt, damit wir das erledigen. Oh, bitte werdet nicht. Oh, bitte. Ihr habt zweimal euer Leben riskiert gegen das Monster, aber ich wollte bloß diesen Stein wieder zurückhaben. Ach, sorry. Hey Byron, guck dir das an. Na, was hältst du davon? Oh, wow. Sie hat sich transformiert. Oh, dank euch, ey, dank dir. Danke, 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 Ariel. Oh, das ist nichts. Oh, du bist so schön, so stark, so nett und wunderschön. Byron ist nichts im Vergleich zu dir. Oh, ich bin nicht so großartig. Oh, ich denke, ich habe mich in Ariel verliebt.
Das habe ich mich auch schon manchmal gefragt. Ah ja, da haben ein paar Szenarioschreiber wohl den leichten Weg genommen. Hey, warum verliebt sich jeder in mich? Ich bin eine Frau. Ach, das ist vollkommen egal. Dann muss ich ihr zustimmen. Was? Ah, nimm mich mit zusammen mit dem Schatzschwert. Eine Sekunde. Ah, stopp! Genau hier. Byron? Ich habe euch den Schatz gegeben, aber ich werde Sari nicht so leicht gehen lassen. Ist das nicht ihre Wahl, Byron? Da ist etwas, das sie nicht weiß. Sarin, ich liebe dich. Byron! Ich tue es. Ich liebe dich so sehr. Du kannst sie nicht einfach mitnehmen. Aber ich... Oh, Byron. Mein Traumschiff. Hä? Sarin? Oh, ich liebe dich auch. Ich hab mich in dich verliebt. Seit dem ersten Mal, dass ich meine dich gesehen habe. Oh... Nur bloß zu hören, dass du mein Herz öffnest. Oh nein, ich kann das nicht sagen. Nein, ey. Nur das zu hören öffnet mein Herz like eine Auster. Oh, und die Perle ist meine Liebe für dich. Oh, die Welt ist meine Auster und dein Herz ist deine Auster. Dein Herz ist meine Welt, Sarin. Oh, wie romantisch. Oh, Sarin. Oh, ja, das ist wie Romeo und Julia ohne den Selbstmord. Oh, wie süß. Ah, da kommt der Engel wieder zum Vorschein. Oh, wir haben gesehen, wie Lohe Liebe gezündet hat wie ein wildes Feuer. Yep, das stimmt. Oh, Ariel hat die zwei zusammengebracht. Wie cool. Ha, yeah, das war ich. Oh, Byron. Immer wenn ich dir nahe komme, warst du so kalt und still. Ich dachte, du würdest dich überhaupt nicht für mich interessieren. Ach, das ist nicht wahr, Sarin. Das war genau das Gegenteil. Jedes Mal, wenn du nahe kamst, hatte ich Angst, irgendwas Dummes zu tun oder zu sagen. Ah ja, ich weiß. Ah ja, ja, ja. Ich war nur schüchtern. Ne? Oh, Byron. Sarin. Oh, ich kann die Liebe fühlen, die von ihnen rausströmt. Oh. Ja, können wir das Kapitel jetzt endlich beenden? Oder bleiben wir jetzt genauso lange hier, bis wie wir Monster verkloppt haben? Ich glaube nämlich nicht, dass ich so lange wach bleiben kann. Okay, wie lange werden wir jetzt hier rumstehen und ihnen dabei zusehen? Hey, genau. Wie kommt es, dass die Dämonin immer die Vernünftige ist? Ah, ich denke, unsere Arbeit ist hier. Wir haben die Dämonenklinge bekommen. Jetzt, lass uns nach Hause gehen, Deiner. Ja, dieser Stuss. Hey, habt ihr noch irgendwas zu sagen? Sorry. Byron. Okay. Schnauze. Ja, ja. So, gibt's noch einen schnellen Ausweg hier? Oder sitzen wir jetzt hier fest? Ja, den haben wir verbraucht. Oh Mann, ey, wir haben so viel komisches Zeug hier inzwischen. Oh, wir haben zwei von denen. Na gut, die müssen wir mal diesen Knilch in die Hand drücken. Ah, Escape. Return to Dungeon Entrance. Genau. Ich habe nämlich halt nämlich keine Sekunde mehr aus in diesem Wasser-Dungeon. Ah, gut. Bruno, hast du Lynn gesehen? Nee. Hast du Lynn bereits weggeschickt? Right a Rooney, Buddy. Sobald ich sie nach Hause geschickt habe, hat sie mich gefragt, dass ich zurückkommen und für dich warten soll. Und so bin ich hier. Oh, danke. Wo ist Aqua Element? Oh, er ist schon gegangen. Ah. Und war Lynn okay? Was meinst du damit? Ich hoffe, dass diese komische, beschworene Kreatur ihr nicht hinterher rennt. Ach, Stalking? Ah, nee, was meinst du? Naja. Hey, du läufst rot an. Was ist los, Dude? Oh, ist nichts. Solange sie sicher nach Hause kommt, bin ich glücklich. Alrighty. Okay, dann los geht's. So, hauen wir endlich ab. Hey. Hey, genau, ich kann das Ding aufladen. Das rote Dämonenjuwel ist aufgeladen. Gut, aber jetzt hauen wir ab. Transshift, Teleport out. Yep, weg hier, bloß weg hier. Zap, und weg. Zurück in der Donnerfestung. Willkommen zurück, Ariel, du hast ein neues Schwert. Yep, genau. Und ich hoffe, wir müssen jetzt nicht durchkauen, wie wir das gemacht haben, sonst wäre ich verrückt. Na los, Leute, sabbelt, sabbelt, ich bin bereit.
Yeah. Oh, ich bin glücklich für dich, Ariel. Das habe ich auch, kommt mir irgendwie bekannt vor, als hätte das schon jemand gesagt. Yeah. Ach, wir schulden dir so viel, Lynn. Danke. Oh, das war nichts. Oh, wenn du es so sagst. Oh nee, es war wirklich nichts. Ich bin just froh, dass ich euch helfen konnte. So, aber jetzt lasst uns erstmal zurückkehren und die guten Nachrichten jedem mitteilen. Genau. Ah, ja. Oh, Nina. Wir haben übrigens Passur getroffen, als wir da waren. Passur! Oh, tut mir leid, aber sie konnte entkommen. Ah, mach dir keine Sorgen. Wenn wir uns nur Mühe geben, dann werden wir schon eine andere Chance kriegen, um sie zu fangen. Also los, jetzt müssen wir weiter auf die Suche nach Dämonenklinge gehen. Ach, Nida, danke. Aber woher konnte sie wissen, wohin wir teleportiert haben? Das habe ich mich selbst gefragt. Ja, genau. Erstmal zurück, unsere ganzen Waffen reparieren, neues Zeug kaufen für das, was wir aufgebraucht haben und all dieser übliche Quatsch. Wenigstens hat all diese Kämpferei uns ein bisschen Geld beschafft. Ah ja, Status Level 28. Quest-Items. Mitsuri-Klinge. Yet another Demon Age. Selbst das Spiel sagt, wieder eine andere Dämonenklinge. Ach, Mann, ey. Ah, hier ist die übliche Liste von Zeug, das wir schmieden können, wenn wir uns Mühe geben. Irgendwie ist diese Liste so groß, dass ich nicht glaube, dass wir lachen. Ja. Ich denke, wir müssen noch eine ganze Menge erledigen. Entweder das, oder ich bin einfach zu doof, die obskursten Sachen auszuprobieren. Ich meine, ich habe nur begrenzte Zahlen von dem ganzen Zeug, das ich verschnunzeln kann. Bestiary. Naja, hier können wir uns angucken, was wir alles gesehen haben. Mit R können wir das sogar... Oh, nee, guck mal. Ah ja, es hasst Zahnarztbesuche. Hilfe. Ach, genau. Gucken wir mal, wie viele Viecher... Ah ja, hier kommen die ersten Lücken. Die haben wir wahrscheinlich durch Zufall nicht erwischt. Der Froschmann. Blunk. Kann viele unvorhersehbare Angriffe benutzen. Ja, allerdings telegrafiert er die sowas wie 3 Stunden oder so. Der Elevator, ein mystisches Biest, das Wasser kontrolliert. Jep. Ja, der war echt scheiße. Und es sieht also aus, als würden wir noch jede Menge Monsterlein treffen. 123 Plätze und wir waren bei. Na komm schon, komm schon, komm schon. 50, also würde ich sagen, wir haben ein Drittel geschafft. Entweder das oder in den nächsten Dungeons kommen wirklich eine ganze Menge verschiedene Viecher mal. Ja, die guten alten Options. Leider gibt es hier keine Option, mit der man die Blödheit ausstellen kann, also lassen wir das mal. Gut. So, was habt ihr noch zu sagen? Na? Oh, das kennen wir doch schon. Ja, 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 wir müssen zurück. Und so weiter. Und was sagst du, blauer Heinrich? Gute Arbeit. Oh gut, wir können uns sogar hier aussuchen. Ist wahrscheinlich besser, falls es wieder ein Notfallkampf geht, also ruhen wir uns hier mal aus. Ah ja. Und du, was ist mit dir? Ah gut, wir haben uns diese komische Fabrik angesehen und das hier. Das heißt, wir haben 2. Ich will aber nicht. Kann ich das nicht abbrechen? Ich kann das nicht abbrechen. Okay. Da haben wir wieder mal was gelernt. Machen wir mal kurz. Beamen wir uns mal wieder zurück. Okay, das war eine Idiotenfalle und ich bin reingetappt wie ein Dumpfmacher, wie eine Dumpfbacke. Jetzt marschieren wir mal zu diesen. Ah ja, speichern. Das ist ja wahrscheinlich auch mal gut. Ja, das gute alte Speichern. Do not turn power off. Keine Angst, das habe ich nicht vor. Aber vielleicht gibt es hier einen Stromausfall. So, jetzt habe ich schon 13 Stunden da rein investiert. Das ist gar nicht so viel. Aber wenn man die ganze Zeit sammeln muss, dann ist das schon eine Menge. So, jetzt beamen wir uns mal wieder zurück. Kriegen einen Drehwurm und zurück in die Stadt. Ah ja, wir sind wieder da. Snarf, Munch, Das ist scharf.
Oh, Ariel. Bitte, bitte, ich brauche was zu trinken. Du kannst das haben. Oh, wow. Und wir haben eine Suppe bekommen. Das ging ja schnell. Oh, Igitt. Oh, es ist kalt. Komisch. Na ja, gut, haben wir sofort gelöst. Ah, das gute alte Angeln. Aber ich langweile euch bestimmt schon genug, also lassen wir das mal weg. Ich habe das Gefühl, wir müssen dir das Viech auch wieder suchen gehen gleich. Eine Maschinenfabrik? Ein Fließband? Wovon redest du? Na natürlich, weil ihr in einem Dorf lebt, seid ihr alle blöde. Ach, Klischees. Okay, müssen wir nicht. Ja, ja, du warst ein Holzfäller. Ja, wirklich. Ich werde bestimmt nicht total 100% alles zerstören, bloß damit du mir irgendwas schenkst. Ich habe auch meinen Stolz. Oh, und er hat schon wieder was verloren. Okay, gut. Das suchen wir aber ohne Aufnahme, sonst dürft ihr mir eine halbe Stunde lang zugucken, wie ich hier im Kreis laufe. Aber ihr könnt mir zugucken, wie ich diese Medaillen hier abliefere. Hier. Genau, du hast 22. Viel Spaß damit. Ich habe irgendwie das Gefühl, wir sind noch sehr lange unterwegs. Entweder das oder ich habe eine ganze Menge übersehen. Na, hi. Wie geht's dir? Danke, danke, danke. Schnauz. Baut. Okay, hier irgendwo war der Laden. Da müssen wir, können wir gleich mal neues... Ah, nee, das ist der bürgige Meister. Gut, wo war der Einkaufsladen? Hier in dem Kaff. Ah, da ist er doch. Und hey, was willst du? Der verdächtige Mann am Tor sagte, er wolle die böse Energie, die von dieser Stadt kommt, aufhalten. Ich denke, er will uns reinlegen, aber er verkauft nichts. Dann pass mal auf, bis er anfängt, Geld zu verlangen für seine Dienste. Ah, haben wir irgendwas, was wir verscherbeln können hier? Nee? Naja, das behalte ich erstmal alles für den Fall, dass wir es gebrauchen können. Na, ja, ich... Ah, genau, ich wollte Waffen verscherbeln. Eine große Axt. Gut, so viele brauchen wir eigentlich nicht hier. Der Balance Dröst, besser als der Steel Rotor. Weg mal damit. Ich benutze sowieso kaum die Dinge. Klauen. Gut, die Stahlklauen kann ich eigentlich losmachen. Solange ich mindestens eine Waffe habe, kann ich ja schließlich eine neue daraus schmieden, also... Die Axt bringt sogar ein bisschen Geld. Gut, gut. Und du kommst auch noch weg. Genau. Ich habe ganz vergessen, ich kann maximal 35 Waffen haben. Hätte ich wahrscheinlich irgendwann die Grenze erreicht, ohne es zu merken. Ja, genau, es war das Herstellen. Bitte was? Aha. Ah, jetzt, ja, mit Suppe, einem Ei und Salz kann man ein hartgekochtes Ei machen. Ich weiß nicht warum, aber das ist irgendwie saublöd. Was brauchen wir dafür? Haben wir nicht genügend. Haben wir nicht genügend? Na gut, das können wir auch kaufen. Das ist der hier. 15 Verteidigung. Hämatai-Ring. Angriff plus 15. Verteidigung plus 2. Hm, der Diplo-Ring. Der ist sogar noch besser. Verteidigung plus 5. Ah, nee. Wir hatten das Ding hier. Nicht wahr? Und das Diplo-Ding ist sogar noch ein bisschen besser. Das Diplo-Ding ist anscheinend das Beste. Was haben wir? Ah, ja. Wir brauchen noch mehr von diesen komischen Steinen. Und dieses Dings da, ein Polierstein. Na gut, was können wir denn kaufen? Hm, nicht viel, nicht viel, nichts Schlaues. Wir brauchen eins davon. Wir brauchen eins davon. Ah, sorry. Wir brauchen fünf davon. Mal sehen, ich habe zwei verbraucht, also nehmen wir lieber drei. Ich weiß gar nicht mehr, wie viel ich von denen verbraucht habe und... Ah, ja. Und von euch nehmen wir mal 13, weil das bringt Glück. Wir haben immer noch eine Menge Geld. Gucken wir mal unter Createn.
Was war das nochmal? Der Polierstein. Aber den können wir anscheinend noch finden. Also lassen wir das mal hier und sparen uns das Geld. Okay. Dann mache ich jetzt hier mal Schluss. Beim nächsten Mal gibt es eine Episode, wo wir wieder mal ein bisschen Story machen und ähnlichen Kram. Aber zumindest haben wir jetzt diesen Wasser-Dungeon hinter uns. Das ist doch auch schon mal was. Und ich kriege mich aus jetzt.